So, und damit wieder ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge The Last of Us Part 2, zur zweiten Episode bzw. zur zweiten Folge. In der letzten Folge sind wir ja ein paar Kleinigkeiten einfach nur durchgegangen. Wir haben ein paar Rückblicke gehabt, wie die ganze Situation jetzt zustande gekommen ist. Sind ausgeritten mit unserer guten Freundin, die wir einen Abend zuvor geknutscht haben. Anscheinend eine wilde Jugendparty, sage ich jetzt mal dazu. Und wir schauen jetzt einfach mal weiter, was wir jetzt hier so machen. Und da gucken wir nochmal ganz klar rein. Okay, sind wir immer noch Ellie, ist jetzt die Frage. Oder sind wir jetzt eine andere Person? Das ist kalt. Und ja, es ist kalt. Willst du echt nicht warten, bis die Sonne rauskommt und es wärmer ist? Nein, kann's kaum erwarten. Also ich weiß ja bei Last of Us... Du musst es sehen. Bei Last of Us 1 war es ja so, dass du ja eigentlich immer so einen straighten Gang hattest, wo du lang musstest. Bei dem Part 2, zumindest habe ich das so gelesen, soll es ja nicht ganz Open-World-technisch sein, aber man soll schon ein bisschen vermehrt mit der Umgebung interagieren können, um so auch eventuelle Nebenquests freizuschalten. Ich würde jetzt gerne einfach mal aus Loot-Gründen, also ich weiß, es gibt sehr viel Loot, gab es auch bei Last of Us 1. Und ich würde jetzt gerne, oder mich würde es mal interessieren, aber es ist nicht gewollt, dass ich da hochrenne. Ich wäre jetzt gerne hier hochgelaufen und hätte gerne noch mal ein bisschen geguckt, ob es da was Tolles gibt. Aber, nee, das Spiel lässt mir das Ganze leider nicht zu. Also gehen wir dem Typen hier hinterher. Ich habe leider keinen Schimmer, wer das ist. Ja, okay, rüberspringen ist klar. Warum wanderst du ganz alleine hier draußen herum? Ich war unruhig. Du auch? Okay, er war unruhig. Es wird weiter nach Süden immer schöner. Willst du weiterfahren? Den ganzen Weg bis nach Mexiko? Ich habe drüber nachgedacht. Wir könnten Mannys Heimat sehen. Ja, ich glaube nicht, dass sie seinen Geschichten gerecht wird. Ja gut, vermutlich nicht. Okay, okay. Das hast du alles im Dunkeln gemacht? Ja. Na komm schon. Ja, beruhigen Sie sich. Warum laufen wir... Also ich meine, okay, er will uns was zeigen, aber A, wie ist er da hingekommen? Im Dunkeln? Ich meine, okay, wir haben ja noch eine Taschenlampe, so ist es nicht. Okay, er läuft da rüber. Kann ich eigentlich auch außen rumlaufen? Ich könnte auch außen rumlaufen. Okay. Und hier gibt's bestimmt nichts. Wenn wir so weitermachen, sind wir für den Trip nachher zu müde. So weit ist es nicht. Hey, ist Mel okay? Sie ist in letzter Zeit so durch den Wind. Sie kommt schon klar. Wer ist okay? Lynn? Du machst mir Angst. Es sind eindeutig normal. Eindeutig zu viele Namen, die ich mir merken soll. Muss. Willst du dich von Mel trennen? Ah, Mel. Nein. Hättest du wohl gern. Ich hatte genug. Danke. Autsch. Nicht jeder ist so anmutig wie du. Ein ganz kleines Tutorial. Du kriegst das hin. Es ist zu hoch. Na los. Alter, die Aussicht. Sieht ja mal mega aus. Hey. Sieh mich an. Abby. Nicht runtersehen. Sagst du so leicht? Was, wenn sie Höhenangst hat? Owen. Nicht runtersehen. Müssen wir hier lang zurück? Nimm es als Gelegenheit, dich deinen Ängsten zu stellen. Wie wär's, wenn ich dir in den Arsch trete? Abby. Hör auf zu flirten. Also, wir sind Abby. Und die Antwort, die sie gegeben hat, kann ich völlig nachvollziehen. In den Arsch treten. Okay, okay. Na, ich hätte jetzt seine Hilfe auch nicht gebraucht, ja. Also, hätte ich es auch noch alleine ruhig geschafft. Ist es das? Wir sind da. Großer Gott. Eine verdammte Stadt. Ja.
Hast du schon jemandem erzählt? Du solltest es zuerst sehen. Sie patrouillieren von der Stadt zum Außenposten. Da drüben. Dazwischen gibt's noch mehr Posten. Sie haben Strom, Waffen. Es sind viele Leute. Wir kriegen das schon hin. Okay. Und wenn er da drin ist, dann kommen wir zu ihm. Wir fangen eine Patrouille ab, fragen nach ihm und dann... Ich weiß nicht. Können wir ihn vielleicht irgendwie rauslocken? Ja, okay. Die geben uns bestimmt gern alle Informationen. Dann zwingen wir sie eben. Hörst du dir eigentlich zu? Hast du eine bessere Idee? Was ist denn los mit dir? Alles schwanger. Oh. Okay. Aber es ist nicht nur das. Sollte ich gratulieren? Wenn die anderen das sehen, werden sie umkehren wollen. Wir überzeugen sie. Stimmt's? War klar, dass ich nicht auf dich zählen kann. Abby, ich will, was du willst. Aber nicht um jeden Preis. Hey. Hör auf! Wir sehen uns in der Lodge. Also okay, wir sind jetzt hier Abby, ja, sind eine andere Truppe, eine andere Gruppe, die, ja, beruhig dich. Ja, genau. Die jetzt sich da irgendwie unterstopft. Wir suchen irgendwen. Die haben jetzt die Vermutung, dass der Gesuchte, den die suchen, anscheinend bei uns im Dorf ist. So, jetzt möchte Abby auf Teufel komm raus, auf eigene Faust, sage ich jetzt mal, quasi hier so einen Außenposten nehmen. Ja. Was ich nicht mal wieder nicht verstehe ist, warum geht man nicht einfach, also vielleicht kommt es ja noch, dass man einfach mal das Ganze ohne Gewalt lösen könnte. Ja. Indem man einfach da hingeht und sagt, ey Freunde, passt mal auf, wir suchen da jemanden. Habt ihr den eventuell vielleicht gesehen, gefunden, versehentlich mitgenommen? Oder. Nee, da wird jetzt gesucht und auf Teufel komm raus wird denn da rumdiskutiert. Warte mal, ich gehe von aus, ich muss da hochrennen. Wird gesucht und wird einfach mit Gewalt dann quasi, ja, seine Sachen geholt. Das wäre jetzt meine Vermutung. Was jetzt als nächstes passiert. Okay, der Sprung hat nicht hingehauen. Machen wir das gleich nochmal. Und springen. Was? Hab ich ja gemacht. Okay, so. Springen. Okay, der war zu schief. So, halte für einen Sprintsprung gedrückt. Ja, hab ich doch gemacht. Dö. Jetzt hat das geschafft. Okay. So, denke ich. Ja, Außenposten. Aber es ist doch. Das fängt doch schon wieder blöd an. Sag ich so, wie es ist. Ach, Bauchlage. Oh, ich kann sogar auf den Bauch kriechen. Krasse Scheiße. Kann ich hier hoch? Nee. Ich kann da nicht hoch, also muss ich hier runter. Runterrutschen. Er hat mehr geschwängert.
Okay. Wer oder was liegt denn hier? Lebst du noch? Ich würde sagen, nein. Der? Boah, aber einige. Der hat's hinter sich, so wie er hier. Und er. Meine Güte, was ist denn mit dem passiert? Ich meine, okay, Afro. Das sind aber ganz schön viele. Das sind viele. Ich hab gerade was gehört? Ja, da kann ich nicht hoch, okay. Hätte ja sein können, dass ich da diesen Hang hochkomme. Also gut, da liegen jetzt ein paar. Man weiß. Man weiß jetzt nicht, ob. Ach so. Los. Ob das jetzt Zombies waren oder ob das eine Patrouille war. Also wenn, dann können wir ja auch nichts dafür, muss man ja auch ganz klar sagen, wenn man jetzt einfach diese. Die Leichen findet. Komm, nimm die Waffe. L1 ausweichen. Nahkampf. Okay. Okay. Alter, die hat aber auch den Ninja-Kick drauf. Was? Okay. Okay. Von den 5 Schuss, also man muss auch ganz klar sagen, PlayStation, ich bin kein Controller-Spieler, ich spiele ja sonst immer auf dem PC. Und ihr werdet auch im Verlauf der Dinge, werdet ihr sehen, dass mein Aim nicht gerade das Beste ist. Ich bin eh der Nahkämpfer. Alter, ich hab ihr doch. Also das mit dem Ausweichen habe ich noch nicht so hinbekommen. Und waffentechnisch bin ich auch bei 0. Ah, guck mal. Ich kann mich sogar heilen. Boah, das Medikit bringt nur so wenig. Leck mir am Arsch. Ich bin ja jetzt schon so halb K.O. Als ob wir jetzt beim Außenposten wären. Glaubst du doch selber nicht. Eieiei. Okay. Jetzt sieht es so, als ob ich hier eigentlich was höre. Also der Lauschmodus ist immer noch da, wo er sein soll. Auf R1. Gut. Wir schauen mal. Weil jetzt müssten wir normalerweise was zum Looten finden. Munition. 3 Schuss. Da geht's auf jeden Fall in den Keller. Da müssen wir anscheinend auch hin. Oder, ja gut, Keller ist jetzt vielleicht nicht die beste Aussage. Aber unter das Haus. So, dass wir zumindest an dem Haus oder unterm Haus. Ist er jetzt auch wirklich tot?
Scheint so. Kann ich hier unten drunter? Nee, kann ich nicht. Okay, ein Schulterschuss hat anscheinend ausgereicht. Am liebsten hätte ich mir eigentlich in den Kopf geschossen, aber wie gesagt, mein Aim ist nicht das Beste. Da könnte noch sehr spaßig werden. Ja, also man muss ganz klar sagen, da ist Steve besser unterwegs als ich, was Controller technisch angeht. Aber wir versuchen unser Bestes. Okay. Es kann nicht mehr weit sein. Nee. Okay, hier komme ich nicht hin. Kann ich durch die Tür? Nö. Oh Mann. Zum Lauschen gedrückt halten. Bleib geduckt, um dich an Gegner heranzuschleichen und drücke Dreieck, um zu packen. Okay, der lautlose Kill ist... ist auf jeden Fall noch da. Das ist schon wieder, es ist schon wieder ein bisschen aufregend. Ja, ist schon wieder alles ein bisschen sehr hektisch. Gibt es denn hier noch irgendwelche Sachen, die man so mitnehmen könnte? Nein. Wir spielen übrigens das Ganze, habe ich vielleicht in der ersten Folge gar nicht gesagt, denn, wir spielen das Ganze natürlich auf, also nicht natürlich, sondern wir spielen das Ganze auf Mittel. Ja, wir wollen natürlich das uns nicht zu einfach machen, wir wollen auch kein Auto-Aim haben, wir wollen auch nicht en masse an Ressourcen haben, wir wollen schon, dass wir an Ressourcen sparen müssen, aber so, dass es geht. Habt ihr gerade noch was gehört, oder? Oder war ich das? Okay, das war ich. Meiner eigenen Footsteps. Ah, hier ist nochmal Munition. Munition, Munition, Munition. Munition ist immer gut. Gleich mal nachladen. Haben wir hier noch was? Hier haben wir nichts. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Hier war ich da auch schon, oder? Ja. Ach, hier geht's runter. Was machst du denn da Feines? Hallo. Schlaf. Leg dich mal eine Runde schlafen, mein Kleiner. Kommt da noch jemand? Also ich finde ja das mit dem Ausweichen gar nicht so verkehrt, wenn ich das Timing besser hinbekommen würde. Und ja, Nahkampf ist schon awesome. Also der Nahkampf war ja schon bei dem ersten Part extrem geil. Vor allen Dingen mit Joel. Mit Ellie nicht unbedingt, weil Ellie ziemlich schwach war, was das angeht. Da bin ich mit ihr hier schon irgendwie besser unterwegs. Erstmal Medikit, geil. Medikamente. Okay. Haben wir hier noch was? Munition? Okay. Lauf.
Okay, das waren jetzt Zombies. Wir versuchen mal das Ganze immer so ein bisschen so lautlos wie möglich zu machen. Also es ist unser Ziel. Wird nicht in jeder Situation funktionieren, aber wir gucken, wie weit wir damit kommen. Und ja, wir werden unser Bestes geben. Habe ich denn kein Ziegelstein, kein nichts, wo ich die... Das ist die Frage, sehen die mich oder sehen sie mich nicht? Okay, der ging schon mal fleißig, easy von der Hand. Wie sieht's bei dir aus? Das ging auch schon mal ganz gut. So, und die nächste ist da hinten. Läuft aber auch hektisch. So, greifen. Töten. Die hat auch wieder was fallen lassen. Eine Munition. Hoffentlich war es das. Es wird schlechter. Ja, das Wetter wird schlechter, was aber uns von Vorteil, oder was uns zum Vorteil kommt. Oder zum... Ja, ihr wisst, was ich meine. Was auf jeden Fall von Vorteil für uns ist, so rum. Weil die Infizierten uns dadurch schlechter hören oder sehen oder whatever. Hofspuren. Ja, sie kommen von da. Wo ist die Patrouille? Na los. Hier lang. Okay, jetzt sind wir wieder anstelle von Abby, sind wir jetzt Ellie wieder. Die jetzt quasi ihre Patrouille antritt. Vermisst du ihn eigentlich? Wen denn? Joel? Jesse? Ihr wart doch so lange zusammen. Hey, Jesse ist toll. Ich mag seine Eltern. Sie sind meine Familie. Aber es war nur noch Gewohnheit. Hey, okay. Warum reden wir eigentlich nie über sowas? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie... Du hast mit mir auch nie über Cat geredet. Ja, aber... Da gibt's nicht viel zu erzählen. Genau. Ich dachte halt immer, dass du sie nicht leiden kannst. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Okay. Ich finde, sie hat wirklich Talent. Allmählich gefällt mir sogar dein Tattoo. Oh, das ist so nett von dir. Und sie war nicht die Richtige für dich. Interessant. Klappe. Okay. Was? Tattoo? Was ist die Phase? Schon mal da anbinden. Ellie hat ein Tattoo? Hey. Willst du was Spektakuläres sehen? Du willst doch dein Gesicht zeigen, oder? So spektakulär nun auch wieder nicht. Oh Mann, ey. Komm schon, Dummkopf. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was wir uns jetzt hier angucken. Na, wie findest du die Aussicht? Mega.
Ist ziemlich schön. Ja, diese Route hat auch Vorteile. Wo tragen wir uns ein? Na komm. Fuck. Also ich muss ja wirklich sagen, Naughty Dog hat echt einen Top-Job gemacht, was Grafik, die ganze Landschaft so angeht. Schaut euch das an. Einfach mega. Da drüben sieht man noch die kaputte oder zerstörte Brücke. Geil mit der Landschaft, auch mit den Bergen und mit dem Wald und mit dem kleinen Dörfchen, was wir hier vorne sehen. Es ist schon krass. Also echt Hut ab. Hut ab an Naughty Dog. Die, was machen wir denn jetzt? Neuer Tagebucheintrag. Aha. L2 Zoom. Aha. Schwenken. Und lesen. Dina hat gefragt, ob ich zum Tanzabend gehe. Und sie hat meinen Arm berührt. Ah, ich bin echt gestört. Jetzt sei keine Idiotin. Sie ist zu allen so. Versau bloß eure Freundschaft nicht. Versau bloß eure Freundschaft nicht. Versau bloß eure Freundschaft nicht. Heute war es total verrückt. Ich habe Angst. Bin aufgekratzt. Ängstlich. Ich muss das einfach wegpennen. Der Schnee hat die Erde erobert. Ich trete auf Eis. Ich trete aufs Eis. Spüre meine Schmelzen. Prüfe meine Schmelzen. Okay. Testbein. Finde ich cool. Ist eine schöne Idee mit dem Tagebuch, dass man jetzt natürlich so ein paar Einträge hat oder selber Einträge führt. Um zu gucken, wie das Ganze, wie sich die Story halt verändert. Wem warst du auf dieser Route? Verändert. Jesse? Eugene. Klar. Oh, Eugene. Mann, der war lustig. Oh ja. Und? Er hat mir viel über Elektronik und so beigebracht. Auf dass wir mit 73 auch so fit sind. Auf dass wir auch 73 werden. Das ist wahrscheinlich schon eher die Voraussetzung. Was können wir denn hier alles so Schönes machen? Okay, hier gab es zumindest schon mal Munition. Was macht sie jetzt? Ach, sie ist hier rein. Okay. Ist auch mal eine Art, ja, eine Treppe zu ersetzen. Einfach eine eingestürzte Treppe nehmen und Seil. Gib ihm. Macht schon Sinn. Macht schon Laune. Muss man mal ganz klar sagen, ja. Okay. Es sieht aber schon sehr gemütlich hier aus, muss man mal sagen. Also für den Außenposten. Ah, hier gibt es wieder so eine. Verwende gesammelte Teile, um deine Waffe an einer Werkbank zu verbessern. Jo. Jo, jo und jo. Okay. Werkbank war schon im ersten Teil immer sehr, ja, sagen wir mal, sporadisch. Also sie war schon gezielt an gewissen Plätzen, um seine Waffen zu verbessern. Aber ich muss ganz klar sagen, und nicht Infizierte auch nicht. Im ersten Teil habe ich es nicht geschafft, Waffen bis zum Ende zu verbessern. Okay, was haben wir hier? Ah, hier müssen wir uns eintragen. Okay, also wir sind hier. Wir haben 3-2, Ellie und Dina, all clear. Können wir mal gucken.
Oh, hier haben wir ja jetzt die ganzen Einträge. Also 12.8. Diana und Eugen, alles okay. 27.12. Diana und Eugen haben ein Wildpferd gefunden, das im Eis festsaß. Rausgeholt, bringen es ins Lager. Wir lassen den nächsten Posten aus. D. Punkt. Also es wird die Dina gewesen sein. Dina und Eugen, alles okay. Jesse Astrid, ein Klicker im Keller von 2358 Mountain View erledigt. Astrid. 29.02. Alter, ist das wirklich hier alles drin? Okay. Na, dann gehen wir mal durch. 29.02. Greg and Bonnie. Tote Ziege beim Sunny Days Seniorenheim. Drin drei Runner gefunden, erledigt. Bonnie. 17.03. Dina und Eugen. Ein Runner in der Hauptstraße, erledigt. 30.03. Greg and Bonnie. Alles okay, der Schnee ist ziemlich heftig, werden heute Nacht hier campen. 19.04. Jesse und William. Alles okay, William. So, dann geht's weiter. 10.05. Dina und Eugen, drei Runner in der Vororten erledigt. Ansonsten, nee, sonst alles okay. 19.06. Diana und Eugen, toten Hirsch vorm Turm gefunden. Sieht angenagt aus, aber keine Infizierten. 21.07. Dina und Eugen, alles okay. Heftiger Regen, Fluss ist über die Ufer getreten. Wir lagern heute Nacht hier. Morgen früh geht es zurück. 27.08. Dina und Eugen, alles okay. 4.09. Jesse und Dina haben Fußspuren gesehen, sind ihnen zu einem kleinen Lager gefolgt. Zwei Erwachsene und ein Kind, die ärztliche Hilfe brauchen. Wir lassen den nächsten Posten aus und bringen sie in die Stadt. So sieht's aus. Finste Leute, ja, die eigentlich nicht dazugehören. Zwei Erwachsene und ein Kind, ja, die ärztliche Hilfe brauchen, ja, werden abgeholt und werden mitgenommen. Oder, jetzt kommt der Plot-Twist, sind die zwei Erwachsenen und dieses eine Kind eventuell die Leute, die Abby, den wir ganz am Anfang in der Folge gespielt haben, suchen. Tommy und Joel, alles okay. Greg und Bonnie, alles okay. Tommy und Joel, zwei Klicker bei der Tankstelle, erledigt, sonst alles okay. Greg und Bonnie, alles okay. Chad und Willy, alles okay. Und Ellie und Dina, alles okay. Komm. Okay, also... Wir haben jetzt herausgefunden, dass es zwei Leute gab mit einem Kind, die in die Stadt gebracht worden sind. Halt. Schau mal. Sollen wir uns jetzt da angucken? Ach, guck mal, ein schönes Schneegebiet. Guck mal hier, schön mit einer Gondel. Ah, da ist die Skihütte. Das ist die auf Tommys und Joels Route. Ja, genau. Das ist sie. Also, ich sag jetzt mal genau, obwohl es vielleicht gar nicht so ist. Hier vorne ist eine schöne Stadt. Oh, die ist aber groß. Ich sehe ein Einkaufszentrum. Oh, ja. Mit dem Supermarkt? Nein, ja. Die Stadt ist dahinter. Die Stadt ist dahinter? Also hier. Da ist die Stadt. Mit dem großen Turm? Genau. Ja, da ist der nächste Posten. Gibt's denn sonst noch was Schönes? Also wir müssen wirklich zum großen Turm? Oh. Gehen wir zurück zu den Pferden. Okay. Also. Kurz zusammengefasst. Abby und der andere Typ gehören zu einer anderen Truppe. Die suchen jemanden und wollen jetzt zu dem Außenposten. Der Außenposten, entweder wo wir uns jetzt gerade befinden oder da, wo wir hingehen. Zumindest möchte sie da hin, diese Abby. Dann gab es den Szenenwechsel, sind wir zu Ellie geworden, sind jetzt natürlich hier an den Posten angekommen, wo wir jetzt rausgefunden haben, dass wir quasi in die Stadt müssen, und zwar zu diesem Turm da hinten, um zum nächsten Posten zu kommen. Ich weiß, ja, ja, okay. Ansonsten haben wir jetzt erstmal nicht viel mitbekommen. Wir werden auch die Folge für jetzt erstmal beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge, und bis dann sage ich erstmal reingehauen.